toll, dass Sie und ihr der Versuchung widerstanden habt, draußen in der Sonne zu sein. Apropos Sonne, da komme ich auch her von draußen, vom Grünen. Die Informatik ist anders als die meisten Fächer nicht in der Innenstadt angesiedelt, sondern draußen in Stellingen. Könnte sich aber, wenn ihr euch für ein Informatikstudium entscheidet, auf einer Zeitskala von 2020 oder 2022 ändern, wenn die Neubaupläne der Universität so weitergehen, wie sie im Moment geplant sind. Ja, der Titel dieser Veranstaltung ist dann auch so der grobe Leitfaden für diesen Vortrag. In den ungefähr 45, 50 Minuten würde ich also sagen, wofür es sich lohnt, Informatik zu studieren, was, wenn wir uns nun schon auf Informatik heute festgelegt haben, innerhalb der Informatik wir als Studium anbieten und wie genau Ablauf, Bewerbung und ein paar weitere organisatorische Dinge aussehen. Ja, und wie Frau Scheller es eben schon sagte, ne, fröhlich Fragen stellen, Handzeichen geben, gerade wenn es Verständnisfragen zwischendurch sind. Unser Auditorium ist noch überschaubar in seiner räumlichen Ausdehnung genug, dass wir uns das erlauben können. Ja, ich kann es euch nicht ersparen, ein, zwei grundlegende Worte. Informatik, was soll das sein? Eine klassische Definition ist zu sagen, Informatik bedeutet, Information systematisch zu verarbeiten, und zwar mithilfe von Digitalrechnern. Also heute würden wir umgangssprachlich Computer dazu sagen. Insofern kommt das Wort Informatik also aus Information und Automatik oder je nachdem, wen man fragt, vielleicht auch Information und Mathematik. Sind da die Wurzeln im Dunkeln, so ungefähr seit 1970 gibt es den Begriff erst. Ja, die klassischen Teilbegriffe und Teilgebiete der Informatik sind die theoretische Informatik, wo man schaut, was kann man mit solchen Computern, mit solchen Digitalrechnern überhaupt berechnen, wo gibt es prinzipielle Grenzen. Wir haben die technische Informatik, die sich mit der Hardware beschäftigt, also zu schauen, wie kriegen wir das jetzt gebaut mithilfe von unseren elektronischen Bauteilen und Schaltkreisen, was unsere Digitalrechner leisten sollen. Und die praktische und angewandte Informatik, vielleicht das größte Gebiet heutzutage, hat das Ziel zu schauen, wie programmiere ich oder im weitesten Sinne nutze, arbeite, sichere ich diese Computer und Computersysteme, wenn sie dann einmal zu laufen begonnen haben. Ja, die Informatik hat dabei insbesondere eine Zwischenstellung zwischen ingenieurswissenschaftlicher und strukturwissenschaftlicher Definition. Also wir haben Komponenten von beiden, weil wir eben ein klassisches Feld, das hier aus dieser Informationsverarbeitung entstanden ist, haben, aber auch so eine ja, geradezu ingenieurwissenschaftliche Denkweise, die eben schaut, oh, wie mache ich konstruktiv eben jetzt ein Computerprogramm oder eine andere Lösung für eine Fragestellung im Zusammenhang mit meiner Informationsverarbeitung mithilfe der Technik. Ja, und rasend schnell ging dementsprechend auch die Entwicklung. Also es ist nur etwas mehr als ein halbes Jahrhundert her, dass man noch geglaubt hatte, dass Computer so etwas Exotisches sind, von dem man also nur ganz wenige braucht für einige schwierige Aufgaben. Und die Nutzung dieser Computer hat sich eben dann rasend schnell erweitert von einzelnen Computern an Arbeitsplätzen, von ganzen Rechenzentren, von untereinander vernetzten Rechensystemen bis hin zu Geräten, an denen wir heute in der entwickelten Welt ungefähr 6 Stunden pro Tag im Durchschnitt verbringen. Häufig sogar an mehreren Geräten zugleich. Es gab zwischendurch auch immer wieder die Hoffnung, dass der Fortschritt der Informatik dazu führen würde, dass so etwas wie ein Informatiker überflüssig sein würde. Wenn die Dinge immer einfacher zu benutzen, immer mächtiger werden, wäre das nicht eine logische Schlussfolgerung, dass man eben dann einfach sich gar nicht mehr darum kümmern muss, um diese Systeme, wenn sie denn so gut und so mächtig sind. Wir werden gleich sehen, dass es auch Entwicklungen und Treiber gibt, die im Gegenteil diese Systeme immer umfangreicher und komplexer machen, sodass eben der Bedarf an Informatik und an Informatikern und Informatikerinnen eher noch immer größer wird.
Hier nochmal ein Beispiel für eine kleine Zeitreise. Also Mitte der 60er Jahre habe ich hier ein Computergerät, das einen ganzen Raum erfüllt und ja, das für einen sechsstelligen Dollarbetrag es geschafft hat, 3000 Floating Point Operations per Second, also Gleitkomma-Rechenoperationen zu bewerkstelligen. Also zum Beispiel die Addition zweier Dezimalzahlen konnte dieses Gerät 3000 Mal pro Sekunde durchführen. Und 1986 hätten wir dann einen Faktor von 120, wie viel Rechenoperationen pro Sekunde da möglich sind, und das für einen Bruchteil des Preises und bei einem Mehrfachen an Speicherkapazität. Und heute haben wir solche Geräte, die vielleicht in ähnlicher Form viele von Ihnen und von euch in der Tasche haben, mit noch einmal wieder einer ja, geradezu unvorstellbaren großen Zahl von Rechenoperationen und von Speichern. Und das bei einer gleichzeitig hinsichtlich ihrer Kaufkraft gesunkenen Währung zu einem absolut wiederum deutlich niedrigeren Preis. Was soll diese irrsinnige Zahl sein? Hier eine Analogie. Wenn ich also gesagt hätte, dass ich in den 60er Jahren zu Fuß gelaufen bin, das bedeutet ungefähr mit 4 km/h pro Stunde, dann wären wir also in den 80er Jahren eine Bevölkerung, die schon sich auf die Konstruktion von Rennwagen verstanden hätte. Und heute wären wir dann bei 800 Millionen Kilometer pro Stunde, wenn sich unsere Bewegungsmöglichkeiten in vergleichbarer Geschwindigkeit verbessert hätten. 800 Millionen, was soll das sein? Klingt ziemlich albern. Also das ist nahezu die Lichtgeschwindigkeit, also die physikalisch, wie viele Menschen inzwischen überzeugt sind, schnellstmögliche Geschwindigkeit in unserem Universum oder schon ein Vielfaches mehr, als das man braucht, um aus unserer Galaxis zu entkommen. Also was ein wahrhaft futuristisches Fortbewegungsmittel sein würde. Ja, Frage ist nun, wenn wir jetzt 20 Jahre weitergehen, was würde 2036 sein? Es wachsen hier mehrere Dinge exponentiell. Exponentiell bedeutet, wir gewinnen jährlich einen Faktor hinzu. Es kann eine Verdopplung sein oder auch nur 20 oder 30%, aber es produziert eben Kurven, die immer stärker ansteigen im Zeitverlauf. Das ist unintuitiv fürs menschliche Denken. Das menschliche Denken ist tendenziell linear. Wir können uns sowas vorstellen wie, wir legen einen besonders harten Arbeitstag hin und arbeiten heute 20% mehr als gestern. Wir haben ordentlich reingeklotzt, Überstunden gemacht oder dergleichen, aber wir sind eben nicht in der Lage, übermorgen darauf dann nochmal wieder 20% und am Tag danach nochmal wieder 20% und so weiter drauf zu satteln. Eine solche Entwicklung ist aber in der Technik gelungen und das auch noch auf Basis verschiedener Achsen, wie der Rechengeschwindigkeit, wie der Miniaturisierung und damit der Menge des Speichers, den wir haben und hinsichtlich der Zahl der vernetzten Geräte, die wir hier zur Verfügung haben in der Informatik. Augenzwinkernde Bemerkung. Der Transistor, ein typisches grundlegendes Element für solche Schaltkreise, mit dem man zum Beispiel einen Addierer bauen kann, weil er dazu dient, Stromfluss zu sperren oder zu gestatten, je nachdem, ob an einem anderen Pol ein Strom anliegt. Also von diesen Transistoren produziert die Menschheit seit 2004 mehr, als sie Reiskörner produziert, und billiger als Reiskörner sind diese Transistoren heutzutage natürlich auch. Ja, wie soll das weitergehen? Kann das ewig so weitergehen? Hat schon oft Vorhersagen gegeben, dass dieses Wachstum irgendwann enden muss. Kleiner als Atome geht doch nicht oder so ähnlich wären typische Voraussagen über die Entwicklung dieser Technologie. Antwort muss sich erstmal noch zeigen. Bisher zumindest ist keine Voraussage über das Ende dieses Wachstums tatsächlich eingetreten. Wir können also hoffen, zum Beispiel mit ganz heute gesprochen modernen Technologien sogar noch feiner als im atomaren Bereich eben zum Beispiel Speicherkapazitäten zu benutzen. Und es gibt eben ganze Welten, die noch unerschlossen sind, zum Beispiel also
eine Welt, in der nicht nur unsere Computer, sondern eben auch und unsere Smartphone und Uhren, sondern auch unsere Kleidungsstücke, unsere Haushaltsgeräte, unsere Körperfunktionen und Körperteile, wenn zum Beispiel wir mal ein künstliches Gelenk oder ein künstliches Herz oder dergleichen brauchen sollte, also eines Tages, so könnte eben all dieses beispielsweise im Internet und damit in einem Netz sein. Ja, wo geht das denn hin, wenn unsere Rechner jetzt so und so viel Millionen mal leistungsfähiger sind als in den 80er Jahren beispielsweise? Ist gar nicht so leicht zu sagen. Die Programme selber werden eben komplexer. Wir bieten den Menschen Benutzungsschnittstellen, die komplexer sind. Also Schnittstelle bedeutet, wie ich mit dem Computer rede, also wie ich ihm etwas mitteile und wie umgekehrt mir der Computer etwas mitteilt auf verschiedene Input-Arten. Ich konnte zum Beispiel letzte Woche eine 3D-Maus testen, die an unserem Fachbereich mitentwickelt wird. Wie ein Fingerring fühlt sich das an. Und nun kann man eben statt in der X- und Y-Achse auf einer flachen Ebene auch in der Höhe eben Eingaben für so dreidimensionale Modellierung oder dergleichen verwenden. Und das umgekehrt natürlich auch auf dem Bildschirm korrekt darzustellen, dreidimensionale Grafiken etwa, die da fröhlich rotieren, das ist eben etwas, was natürlich Rechenkapazität bedeutet, aber es gibt natürlich auch im Hintergrund und ohne, dass wir davon viel merken, Rechenintensives, was da geschieht. Also wenn der persönliche Assistent, was man heute im Smartphone typischerweise schon findet, euch Mitteilungen macht, wie ihr müsst aber spätestens um 17.30 Uhr an eurem Wohnort aufgebrochen sein, um diesen Termin rechtzeitig zu erreichen, dann ist da verdammt viel Evaluation im Hintergrund geschehen, weil euer Standort angeguckt wurde, weil eure Transportmöglichkeiten bekannt sind und irgendwann mal erhoben wurden und auf diese Weise eine Empfehlung dieser Art zustande kommt. Ja, die Software wird immer komplexer und das genau ist eine der großen Herausforderungen, die wir in der Informatik haben. Wenn es also noch gelungen ist, mit einer in Anführungsstrichen vergleichsweise weniger mächtigen Programmiersprache in den 60er Jahren ein Space Shuttle zum Mond zu steuern, mit 145.000 Codezeilen, dann schrumpft das gegenüber dem Aufwand, den man heute hat, um ein bekanntes Büropaket-Softwareprodukt zu programmieren. Und man kann bei Softwareprodukten dieser Größenordnung eben auch nicht, das wäre ein unrealistisch großer Aufwand, Abwesenheit von Fehlern garantieren. Also man sagt so Augenzwinkern, wenn es nicht gerade also eine hochkritische Software ist, die, sagen wir jetzt, ein Atomkraftwerk steuert oder so etwas, dann sind wir schon hochzufrieden, dann bezeichnen wir es schon als stabil, wenn es da weniger als einen halben Fehler pro 1000 Zeilen Code in diesen Produkten gibt. Also man rechne mal aus, wie viele Bugs, wie viele Fehler es also demzufolge in zum Beispiel Microsoft Office 2013 gibt. Unsere Software ist insofern nicht fehlerfrei. Sie ist variierend in ihrer Benutzerfreundlichkeit und sie hat hinsichtlich Angreifbarkeit und hinsichtlich innerer Intelligenz, was sie für uns tut und was sie für uns entscheiden soll, ganz sicher noch Verbesserungsmöglichkeiten. Das wäre meine hauptsächliche Antwort auf die Frage, wofür Informatik studieren? Ja, für die Verbesserung dieser Systeme, für diese Systeme, die überall sind. Also egal, ob ich jetzt Hobby, Beruf oder Freizeit betrachte, ob ich produziere, ob ich designe, ob ich Wege suche, ob ich fliegen möchte, überall in all diesen Systemen befindet sich Informatik. Ich kann solche moderne Technologie aller Art nicht mehr verwenden, nicht mehr konzipieren, nicht mehr benutzen, ohne Informatik. Ein Beispiel aus einem relativ aktuellen Spiegel von vor 3 Wochen, da hat ein Vorstandschef gesagt, dass generell bei BMW Maschinenbauingenieure mit Aufbaustudiengängen zum Thema Informatik
fortgebildet werden sollen. Alle mit einer ausdrücklichen Bitte, dieses anzunehmen, alle, die das möchten. Man kann eben selbst eine so traditionelle ingenieurswissenschaftlich konstruktive Disziplin wie Automobilbau heutzutage nicht mehr tun ohne Informatikinhalte und ohne Informatikwissen. Wer in dieser digital vernetzten Mobilität nicht mitmacht, der, so befürchtet der BMW-Vorstandschef, der wird eben auf diesem Weltmarkt verlieren. Was genau tut so ein Informatiker oder eine Informatikerin? Pardon, wenn ich jetzt aus Faulheit manchmal das Informatikerin vergesse, es sind natürlich immer alle Geschlechter gemeint. Man muss über die Informatik zunächst fairerweise konstatieren, dass es kein direkt festgelegtes Berufsbild gibt. So ähnlich wie wenn ich Lehramt studiere und dann Lehrer bin oder Medizin und dann Arzt oder Jura und dann Anwalt oder Richter. Ich habe eben eine ganze Bandbreite von Tätigkeiten, die ich in der Informatik tun kann. Aber ich kann so ein paar grundlegende Kategorien nennen. Ich kann sagen, was Tätigkeiten und Aufgabenbereiche sind und mit was für Systemen so ein Informatiker oder eine Informatikerin typischerweise arbeitet. Hinsichtlich der Aufgaben geht es meistens darum, Dienstleistungen, also irgendetwas, was mir nützlich erscheint, einen Weg zu finden, eine Produktionsanlage zu steuern, einen Designentwurf zu machen, zu konzipieren und für andere, die künftig davon Gebrauch machen wollen, verfügbar zu machen. Es könnte aber auch nur in Anführungsstrichen in solchen bestehenden Dienstleistungen darum gehen, die Kommunikation, die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern, Prozesse effektiver zu machen, weil gerade zum Beispiel keine Rückkopplung, keine Bestätigungen mehr erforderlich sind oder ich könnte Bedrohungen abwehren, also dafür sorgen, dass eben niemand, der diese Dienstleistung zum Beispiel von außen gar nicht bekommen soll, sie verbotenerweise in Anspruch nimmt. Und die einzelnen Tätigkeiten innerhalb dieser Felder bestehen dann darin, dass ich es natürlich immer mit Anwendungskontexten zu tun habe. Einen Weg zu finden, eine Produktionsanlage zu steuern, heißt zunächst natürlich zu schauen, was ist hier das Problem, was ist die Lösung, wie soll mein digitales System, mein Computer oder meine Kombination aus Computer und Menschen eben jetzt künftig an dieses Problem herangehen. Es sind eben die Nutzer, die da geschult und beraten auch werden müssen. Ich muss die Systeme, die ich so vorschlage, dann dort aufbauen, in Betrieb nehmen. Ich muss sie warten, ich muss gucken, ob irgendwann Aktualisierungen und Verbesserungen erforderlich sind. Ich habe in einer ersten Explorations- und Recherchephase vielleicht auch eine Bewertung zu machen. Ja, und das bedeutet vor allem, dass das klassische Programmieren, also oder wie wir etwas wissenschaftlicher sagen, Software entwickeln, um zu betonen, dass da natürlich auch ein vorgelegter Prozess dazugehört, in dem man wesentliche Entwurfsentscheidungen plant und hinterher testet und evaluiert und so weiter. Das ist eben dann nur ein Aspekt von vielen Tätigkeiten, die der Informatiker oder die Informatikerin in seinem oder ihrem Alltag so vorfindet. Das heißt, was für Systeme sind das? Naja, siehe diese bunte Bildergrafik von eben. Es sind alle möglichen Systeme, aber es geht eben darum, sie an die Benutzerbedürfnisse anzupassen oder eben dort, wo es sie noch nicht gibt, überhaupt sie erstmal zu entwickeln und hoffentlich zu möglichst flexibler, universeller Verwendbarkeit dieser Informationssysteme zu kommen. Und wenn man mich fragen würde, was ist jetzt an dieser Informatik so nett, warum macht das Spaß, warum ist das toll, dann ist das so ziemlich aus meiner Sicht die präzisestmögliche Zusammenfassung. Diese vier Aspekte sorgen dafür, dass es aus meiner Sicht ja etwas Erfüllendes ist, Informatik zu sein. Ich tue erstens etwas, was nützt, was sinnvoll ist, was eben das Leben bequemer, einfacher macht oder was mir Möglichkeiten gibt, die vorher nicht da waren. Ich habe wissenschaftlichen Anspruch, habe Phänomene, die ich untersuche, Entwicklungen, die gemacht werden sollen, Phänomene, die ich vielleicht auch erstmal nicht verstehe, die erklärt und bewiesen werden müssten. Ich habe diesen Kreativitätsaspekt im Sinne von, es gibt oftmals auch keine vorgezeichnete Lösung und jetzt muss ich sie finden, jetzt muss ich die Idee haben, wie ich die hier stehende Herausforderung löse und
ich befinde mich in einer Situation nah am technischen Fortschritt. Ich habe Neugier und probiere Dinge aus, die es in der Welt bisher noch nicht gegeben haben mag. Ja, und in dieser Neugier, da steckt auch eine ganz wesentliche Brückenfunktion. Es gibt einen Science-Fiction-Autor, der mal gesagt hat, dass jede hinreichend fortgeschrittene Technik eigentlich von Magie nicht zu unterscheiden ist. Es gibt vielleicht schon viele Menschen, die nicht genau erklären könnten, wie ein Auto funktioniert. Hauptsache ich drehe den Schlüssel um und kann dann fahren. Das ist mir das Wichtigste. In der Informatik ist es entsprechend schlimmer, weil es noch mysteriöser ist, was diese Computer so tun. Wenn ihr euch für die Laufbahn Informatik entscheidet, dann wäre es wichtig, dass ihr auf diese Magie in Anführungsstrichen neugierig seid, dass ihr Fragen stellt, dass ihr wissen wollt, wie das funktioniert, dass ihr erforschen wollt, wie es gelingt, eben diese Dinge dann in anderen Bereichen weiterzuentwickeln und anzuwenden. Und es gibt eben verdammt viele Aspekte, die auch alleine über die Funktion, was tut es, hinausgehen. Zum Beispiel, wie soll das Design aussehen, wie soll die Benutzung funktionieren, Sicherheit und Datenschutz wären zu gewährleisten und so weiter. All das und mehr sind Möglichkeiten, gerade in der angewandten Informatik, in die ihr euch vertiefen könntet. Ja, und falls es jemals eine Vergangenheit gegeben hat, wenn ja, dann war sie vor meiner Zeit, in der die Arbeitssituation eines Informatikers so ausgesehen hat. Heutzutage sieht sie so aus. Ich habe ja eben schon was gesagt über die Komplexität dieser Systeme. Ich kann einfach nicht mehr als Einzelkämpfer in meinem Keller sitzen und alleine diese Systeme entwerfen und testen und vor Gefahren absichern und so weiter. Informatik ist Teamarbeit und Informatik ist Kommunikation. Insofern, also der ausdrückliche Aufruf, es gibt dieses Klischee, das auch in vielen Fällen nicht stimmt, dass man sagt, also Männer können nicht kommunizieren und Frauen können kommunizieren. Jedenfalls, wir brauchen auf jeden Fall die Kombination von technischem, abstrakten Denken einerseits, aber gerade weil ich nicht mehr Einzelkämpfer sein kann, eben auch die Kommunikation andererseits. In Deutschland haben wir, ich möchte so augenzwinkernd sagen, ein kulturelles Problem. Mathematik ist auch von der Denkweise nicht viel anders, was so den logisch abstrakten Anspruch angeht. Und doch haben wir da ungefähr 50-50 männlich-weiblich Verteilung. Und andere Länder erreichen auch in Informatik diese 50-50 Verteilung zwischen den Geschlechtern. Also warum Deutschland nicht? Ja, meine beste Erklärung ist, dass es eben doch so Vorurteilsdenken ist, dass eben Informatikarbeit eben vor allem bedeutet, im Keller zu sitzen und alleine zu sein und sich mit Cola und Pizza um Computerprobleme kümmern zu müssen. Übrigens, diese Zahlen, wie sie hier zitiert sind, die stimmen nur für klassische Informatikfächer wie Informatik und Software-Systementwicklung. In der Mensch-Computer-Interaktion, also der Kombination von Informatik und Psychologie, gleich noch mehr dazu, haben wir schon ungefähr diese hälftig-hälftig-Verteilung. Und in der Wirtschaftsinformatik, also der Kombination von Informatik und Betriebswirtschaftslehre, ist es ungefähr ein Drittel, zwei Drittel. Ja, wenn wir jetzt den Fokus weiter setzen und schauen, was innerhalb der Informatik studieren, schließt ja auch insbesondere die Frage ein, studiere ich an einer Universität oder studiere ich anderswo, dann gibt es natürlich ein weites Feld an Angeboten. Sie haben am ehesten noch diese Methoden gemeinsam. All die verschiedenen Informatikfelder und all die verschiedenen Möglichkeiten, Informatik zu lernen, auf die gleich ich noch genauer eingehen werde, haben gemeinsam, dass man diesen Realweltproblemen, die es da gibt, zur Leibe rückt mit Methoden wie Abstraktion. Ich muss ausblenden können, was irrelevant ist. Ich muss adaptieren, also ich muss anpassen an gegebene Umstände, was ich theoretisch hier als Formalismus, als Prinzip, als Algorithmus gelernt habe, als Rezeptansatz gelernt habe. Das muss in der Realität verwendet werden können, aber es muss auch jenseits von fixierten Rezepten möglich sein, eben Modelle zu
entwickeln und Analogien zu bilden für Fragestellungen, für die es eben noch keine vordefinierten Rezepte und Schritte gibt. Ein Beispiel für ein informatisches Problem, das besagte Denkweisen benötigt. Hier haben wir eine klassische Balkenwaage und es geht darum, das Gewicht von einem roten Kreis zu bestimmen. Frage, wenn ich jetzt annehme, dass mein roter Kreis jedes ganzzahlige Gewicht von 1 bis 40 haben könnte, welchen Satz von Gewichten brauche ich, um eben die Waage immer so einzustellen, dass sie ins Gleichgewicht kommt für jedes dieser möglichen Gewichte von 1 bis 40 Gramm. Also das wäre jetzt so ein klassischer Fall. Ich habe hier jetzt kein Gewicht von 4 Gramm, aber ich kann eine Eigenschaft der Balkenwaage benutzen, dass ich natürlich auch zusammen mit dem roten Kreis ein Gewicht hier auf die Waagschale legen kann und dann könnte eben hier ein Gleichgewicht aussagen, 5 minus 1 ist 4, dass mein roter Kreis 4 Gramm wiegt. Wir sind geizig, wir wollen uns so wenig Gewichte wie möglich kaufen. Welche Gewichte brauche ich? Welche würdet ihr kaufen, wenn ihr jedes mögliche Gewicht von 1 bis 40 Gramm haben könntet? Lösung folgt kurz vor Ende des Vortrages. Wenn ihr konkret den Weg Informatik an der Universität gehen wollt, dann wäre unser Hauptziel, dass man so nicht direkt aus den Modulplänen ersehen kann, euch im Denken zu schulen. Das wird immer wieder exemplarisch in verschiedenen Modulen geschehen, aber es wird immer wieder passieren, dass wir euch also vor Aufgaben stellen, indem es darum geht, Probleme, auch insbesondere komplexe Probleme, zu erfassen und Dinge, die diese Probleme mit der Welt machen, die Folgen, die sie produzieren, zu beherrschen. Und das kann eben insbesondere, wie eben schon angedeutet, bedeuten, dass man leider kein fertiges Rezept hat, kein zum Beispiel schon laufendes Computerprogramm, das jemand anders geschrieben hat, das ich eben verwenden kann, um mein gegebenes Problem zu lösen. Und ich habe, weil diese Probleme typischerweise nicht aus der Informatik selbst kommen, gibt es auch, aber es ist der seltenere Fall, immer den Kontakt der Interdisziplinarität zu den Anwendungsgebieten, mit denen ich dann Informatik mache. Und ich muss natürlich insbesondere sauber kommunizieren können, das heißt den Anwendern in ihrer Sprache verständlich klar machen, was diese Informatik für sie tun kann und was sie nicht tun kann. Wir haben natürlich auch das Ziel, dass das, was da jetzt an Methodenwissen geschieht, dass das eine langfristige Haltbarkeit haben soll. Also soll heißen, heute haben wir die Programmiersprache und in 5 Jahren kann es eine ganz andere Programmiersprache sein, die für einen bestimmten Zweck verwendet wird. Insofern wäre es falsch, euch eben überspezifiziert an einer konkreten Programmiersprache auszubilden. Es kommt uns eben auf die Inhalte an, die ihr wiederverwenden könnt. Und es kommt uns natürlich auch auf Methodenkompetenz oder neudeutsch würde man sagen Soft Skills an, die ihr braucht, um in diesen interdisziplinären Kontexten zu kommunizieren. Ja, und das wären mit ungefähr absteigender Priorität die Fähigkeiten, die ihr für die Informatik mitbringen solltet. Und ihr seht, unter den Top 3 haben wir 2, die eindeutig in dieses Kommunikative gehen, ohne dass ihr bereit seid, mit anderen Menschen zu sprechen, zu schauen, was sind ihre Anforderungen, wo sind ihre Probleme, was verstehen sie nicht, was müssen sie gelöst haben. Ohne diese Fähigkeit werdet ihr es als Informatikerinnen oder Informatiker schwer haben. Aber klar, das logische und abstrakte Denken und Einsatz und Veränderungsbereitschaft gehört genauso dazu. Neugier, habe ich es etwas kürzer eben gesagt. Informatik an der Universität bedeutet, eine hohe Fachqualifikation zu bekommen. Das ist der Anspruch der Stellung der Universität in unserem Bildungssystem, insbesondere also mit der Möglichkeit, jenseits des Bachelors
einen Master, 2 weitere Jahre studieren zu können. Und wenn ihr dann immer noch nicht genug, so ist es mir gegangen, von der Universität und der Informatik habt, dann könnt ihr promovieren, also einen Doktortitel erwerben und auf diese Weise eine wissenschaftliche Laufbahn einschlagen. Aber gleichzeitig bemühen wir uns auf Basis einer soliden theoretischen Grundlage natürlich auch um Praxisrelevanz. Ja, und wenn ich jetzt die Universität Hamburg im Spezifischen angucke mit ihren Bachelorstudiengängen, dann stößt man darauf, dass ihr die Qual der Wahl zwischen gleich 5 verschiedenen Studiengängen habt, zwischen denen ihr euch entscheiden müsst. Wir haben diese Studiengänge modularisiert. Das bedeutet, es gibt nicht die eine große Prüfung über alles am Ende des Studiums, sondern gemäß Bologna-Prozess sind diese Prüfungen studienbegleitend. Immer am Semesterende habt ihr Prüfungen, habt ihr Klausuren im hoffentlich Wert von ungefähr 30 Leistungspunkten, so die Währungseinheit, in dem gemessen wird, wie der Aufwand in diesen Studiengängen aussieht. Und in 3 Jahren würdet ihr dann im Normalfall 180 Leistungspunkte und damit euren Abschluss erwerben. Das Studium kostet ungefähr 40 Stunden pro Woche, was man so allgemein als Vollzeittätigkeit bezeichnet, manchmal auch mehr, insbesondere wenn ihr Hausaufgaben dann habt oder die Klausuren und Prüfungen nahen, dann mag es auch mal mehr werden. Insofern ist es schwierig, nebenher zu jobben. Es gibt Studenten, die schaffen das. Alternative wäre ein Teilzeitstudium, in dem ihr das Studium auf längere Zeit verteilt. Hier war die Frage, wie lange dauert das Bachelorstudium überhaupt? Es ist eine gute Frage im Sinne von, es variiert tatsächlich von Hochschule zu Hochschule. Bei uns dauern die Bachelorstudiengänge 3 Jahre und die Masterstudiengänge dann nochmal 2 Jahre, wenn man noch nicht genug hat. Aber wie gesagt, es gibt auch Hochschulen, die haben 3,5 plus 1,5 Jahre oder sogar 4 Jahre plus 1 Jahr als Aufteilung zwischen Bachelor und Master, aber jedenfalls gemäß Lissabon-Konvention für die Summe von Bachelor und Master sind es immer 5 Jahre, wenn man also beides haben möchte. Ja, und diese 40 Stunden, die es ungefähr sind pro Woche, die würden sich gliedern in ungefähr die Hälfte, also etwa 20 Stunden, die ihr direkt in der Uni verbringt mit Vorlesungen, mit Übungen, mit Seminaren, mit Praktika. Und die anderen 20 Stunden sind eigenständiges Arbeiten. Das unterscheidet uns von Fachhochschulen oder Ausbildungen, wo diese selbstständigen Anteile kleiner sind. Also soll heißen, von Anfang an, vom ersten Semester an, müsst ihr auch diese Selbstständigkeit an den Tag legen. Was vor allem funktioniert, wenn ihr eben Interesse habt. Daran habt und bereit seid, eben auch Dinge nachzulesen auf Basis von Literaturempfehlungen, weiteres auszuprobieren, was ihr als Tipp in den Veranstaltungen bekommt. Ja, und hier sind sie, unsere 5 Studiengänge: Informatik, Software, Systementwicklung, Computing and Science, Mensch-Computer-Interaktion und Wirtschaftsinformatik. Sind sie fachübergreifend? In den ersten beiden Fällen Informatik und Software-Systementwicklung ist das optional. Das heißt, es gibt einen Wahlbereich im Umfang von 10% des Studiums, den ihr in anderen Fächern sein könnt, aber die deutliche Mehrheit eurer Module wäre Informatik. Und die anderen Studiengänge würden dann eine Kombination sein mit ungefähr der Hälfte. Es könnte aber auch ein bisschen mehr oder weniger sein, je nachdem, wie ihr eure Wahlmöglichkeiten nutzt. Und dann habt ihr Anteile einer Naturwissenschaft, von Psychologie oder von Betriebswirtschaftslehre dabei. Außerdem könnte Informatik auch erstes oder zweites Unterrichtsfach in Lehramtsstudiengängen sein, und zwar auch in allen wichtigen Schulformen, Primar-, Sekundarstufe, Gymnasium, berufliche Schulen in unserem Fall. Ja, und wie eben schon gesagt, die Standardregelstudienzeit bei uns ist 6 Semester oder in manchen Fällen ein bisschen mehr. Wenn man eben dann zum Beispiel Prüfungen krankheitsbedingt verpasst oder durchfällt, dann kann man sie eben vielleicht auffangen, wenn man im folgenden Semester entsprechend mehr schafft, aber manche studieren eben dann auch länger. Und so wäre zum Beispiel der Bachelorstudiengang Informatik aufgebaut. Diese Zeilen hier,
die stehen für die Semester, also 3 Jahre gleich 6 Semester. Und ihr könnt sehen, ohne jetzt allzu tief auf die Details eingehen zu können, in den ersten beiden Semestern, da gibt es hier eine feste Verdrahtung, da sind Inhalte vorgegeben, die wir für unverzichtbar halten. Da lernt ihr Softwareentwicklung, also Programmieren in der objektorientierten Programmiersprache Java, Grundlagen der Mathematik, Grundlagen der Hardware, Grundlagen der formalen Informatik. Frage: Kann man wechseln zwischen Voll- und Teilzeit? Antwort: ausdrücklich ja. Semesterweise, wenn man möchte. Ist ein ganz klassischer Fall. Viele Studenten fangen erstmal in Vollzeit an, vielleicht die ersten 2, 3 Semester. Gerade diese Grundkenntnisse, so Stichwort Programmieren, Softwareentwicklung, sind eben da sehr beliebt, um eben auch eine entsprechend attraktivere Beschäftigungs- und Jobmöglichkeit zu haben. Und dann könnte man zum Beispiel in ein Teilzeitstudium wechseln. Wenn man dann diese ersten beiden Semester hinter sich hat, dann beginnt die richtig nette Zeit. Ihr seht, hier gibt es nur noch eine große weiß und ocker gefärbte Fläche. Hier ist also dann die Flexibilität dieses Informatikstudiums, dass man sich die Vertiefungen aussuchen kann, für die man sich interessiert, beziehungsweise in der man seine oder ihre berufliche Zukunft sieht. Und dieser ockerfarbene Wahlbereich, also wenn man noch nicht genug Informatik hat, dann kann das auch noch mehr Informatik sein oder es sind eben diese 10% Studiumsanteile in einem anderen Fach. Ja, wenn man möchte. Also man darf Module natürlich, Entschuldigung, Frage, ich habe ja hier schon Softwareentwicklung im Pflichtteil. Kann ich noch mehr Softwareentwicklung im Wahlbereich machen? Antwort ja. Auch in diesem weißen Bereich gibt es Module, zum Beispiel Softwareentwicklung 3 fällt mir zu Softwareentwicklung 1 und 2 spontan ein, die mit Softwareentwicklung zu tun haben. Insofern ist es persönliche Entscheidung zu sagen, jawohl, ich möchte mehr davon oder ich möchte andere Disziplinen in der Informatik haben. Hier war die Frage, wie sieht es hier mit dem Mathematikmodul aus? Wie viel Mathematik gibt es da? Ist das im Kern relevant oder ist das etwas, was man so mal zur Kenntnis nimmt und was dann nicht weiter wichtig ist? Antwort: Es kann sowohl das eine als auch das andere sein. Es gibt Informatiker, die es schaffen, nachdem sie dieses Modul durchstanden haben, die kaum etwas mit Mathematik mehr zu tun haben. Das kann man machen, also gerade so die klassische Softwareentwicklung, um ein Beispiel zu nennen, wenn es nicht gerade Kryptographie oder dergleichen ist, wo man eben dann inhaltlich wieder die Mathematik braucht. Da gibt es ganz viele Felder, die sich mit, ich sag mal so Grundrechenarten und Dreisatz, wenn man auf dem Niveau die Mathematik beherrscht und das tun alle hier, denke ich, bereits jetzt, dann kommt man durchs Leben. Aber Ziel unseres Studiums ist natürlich auch die Breite. Und wenn ich zum Beispiel Bild- und Videoverarbeitung oder die eben schon erwähnte Kryptographie machen möchte oder Simulation, das ist übrigens das Gebiet, für das ich persönlich stehe, also mithilfe von Prognosen die Zukunft vorhersagen, dann haben wir wieder deutlich höhere Mathematikanforderungen, die einen immer wieder verfolgen. Und insofern könnte man augenzwinkernd sagen, das ist eine Zwangsbeglückung, um eben alle erstmal in die Lage zu versetzen, eben jeden dieser Zweige der Informatik zu belegen. Und wie viele ihr mit Mathematik nach dem ersten Jahr dann noch zu tun haben wollt oder auch nicht wollt, das wäre eure Entscheidung. Okay, da ist noch eine Frage. Hier war die Frage, welche Wahlpflichtfächer gibt es? Habe ich eine Folie dazu? 3 oder 4 Folien Geduld, kommt gleich. Okay. Ja, der andere Studiengang in der Informatik, den wir haben, in der nur Informatik ohne Interdisziplinarität, ist die Software-Systementwicklung. Man könnte sagen, oh, das ist noch verdammt nah an der Informatik, wenn ihr genau hinguckt, das erste und zweite Semester, also diese Grundlagen sind sogar genau gleich und danach ist eure Wahlfreiheit etwas stärker eingeschränkt, insbesondere der weiße Bereich ist kleiner geworden. Ihr habt hier also eine Fokussierung auf das, was wir besonders wichtig finden für jemanden, der als Softwareentwickler, und das ist durchaus ein häufiger Fall,
arbeiten möchte. Das heißt, da stecken so Module drin wie Softwaretechnik oder Datenbanken oder ein Praktikum, das eben nicht mit Roboter oder Hardware verbracht werden soll, sondern zwingend mit Softwareentwicklung verbracht werden muss, um euch eben auf den Alltag eines Softwareentwicklers oder einer Softwareentwicklerin vorzubereiten. Der hauptsächliche und nicht auch im, wie diese Module im klassischen Informatikstudium wählbare Bereich ist dieses hier, das Industriepraktikum. Da habt ihr Praxiserfahrung zwangsweise in einem Unternehmen, in das ihr euch bewerbt, beziehungsweise es gibt auch Partnerunternehmen, wo wir vermittlungsweise helfen würden. Das heißt also, ihr habt mit diesem Studium eben nur 90% Universität und 10% Praxis, während die klassische Informatik eben 100% Universität ist. Das sollte das wesentliche Entscheidungskriterium sein zwischen Informatik und Softwaresystementwicklung. Tja, und dann sind da noch die interdisziplinären Studiengänge, also Computing and Science, gerade für Forschung im Bereich der Naturwissenschaften heutzutage fast unverzichtbar, eben sich neben der Naturwissenschaft, um die es geht, hier zum Beispiel Chemie oder Biochemie, aber man könnte das auch mit Physik machen, eben auch in der Informatik auszukennen. Ach ja, und es wird mehr Mathematik, es ist mehr Mathematik als im klassischen Informatik- oder Softwaresystementwicklungsstudiengang, Rechnung tragend eben den naturwissenschaftlichen Anforderungen. Ja, und Mensch-Computer-Interaktion bedeutet Informatik, Babyblau, und Psychologie, Grün, zu kombinieren. Mit dem Hintergedanken, dass man sich dann vor allem für benutzungsgerechte und verständliche Systeme qualifiziert, weil ich eben sowohl die Möglichkeiten der Informatik durchschaue, was Systeme können und wie sie aufgebaut sind, als auch die Psychologie mir eben das mentale Verständnis liefert über die Prozesse, die in meinem Kopf ablaufen, um eben die Software so zu machen, dass ich Dinge leicht wiedererkenne, das Gedächtnis möglichst wenig belaste und Ähnliches. Oh, und die Wirtschaftsinformatik, das war die erste überhaupt von diesen interdisziplinären Studiengängen. Hier wird kombiniert Informatik und BWL. Wer Wirtschaftsinformatik studiert, der hat es typischerweise auf eine Softwareentwicklung oder ähnliche Position in einem Unternehmen abgesehen und möchte dann sowohl die Sprache des Unternehmens, Klammer auf, Hilfe, wir brauchen eine funktionierende Produktionsanlagensteuerung oder Inventarverwaltungssystem oder eine Geschäftsprozesskontrolle, Klammer zu, und eben die Informatik. Und wenn ihr Lehrer oder Lehrerin werden wollt, dann sieht dieser Studienplan in drei Säulen zerlegt aus. Ihr habt ein erstes Unterrichtsfach, zum Beispiel Informatik, ein zweites anderes Unterrichtsfach und dann die erziehungswissenschaftlich-pädagogischen Inhalte. Ja, und jetzt komme ich zurück auf die eben versprochene Frage. Das wären die gemäß unserer fachspezifischen Bestimmungen im Moment garantierten Wahlpflichtmodule in der Informatik, die ich in diesem großen weißen Bereich wählen könnte. Da stecken eben angewandte Dinge drin, wie Softwaretechnik und Softwareentwicklung 3. Es stecken praktische Dinge. Ich bin mit als Simulant zum Beispiel in diesem Modul beteiligt. Es gibt aber auch noch mehr Mathematik oder Dinge, die so an die Grenzflächen Urheberrecht, Datenschutz zum Jurastudium gehen. Und es gibt weitere klassische Informatikdisziplinen, wie das ihr euch mit Hardware beschäftigen könntet oder eben mit den formalen Grundlagen oder mit Klimamodellen oder ähnlich mathematisch komplexen Konstruktionen. Also die Hoffnung wäre, dieser weiße Bereich ist ungefähr 2,5-mal so groß, wie in euer Studium passt, dass da eben doch eine signifikante Anpassung an eure Interessen möglich ist. Und übrigens, wie gesagt, ne, das sind nur die garantierten Angebote. Teil des universitären Forschens und Lehrens ist es auch, dass man natürlich die Flexibilität hat, eben dann noch weitere Module anzubieten, Semester für Semester, aus zum Beispiel aktuellen Forschungsgebieten der jeweiligen Professoren. Ja, welcher Studiengang ist nun der richtige für mich? Habe hier nochmal 4 Frequently Asked
Questions aufgeführt. Also bei der Wahlfreiheit haben wir Informatik und Software-Systementwicklung ganz vorne. Das liegt natürlich daran, dass man sich auf diesen Informatikbereich konzentrieren kann, während in den interdisziplinären Bereichen, um von beiden Welten eben eine Grundkenntnis mitzunehmen, ist das weniger. Wenn ich mich vor formal mathematischen Grundlagen fürchte, dann wäre Computing and Science die schlechtmöglichste Wahl. Wenn ich möglichst viel andere Inhalte habe, habe ich natürlich die interdisziplinären Studiengänge vorne. Und wenn es um berufspraktischen Bezug geht, dann würde ich die Wirtschaftsinformatik und die Software-Systementwicklung, die Wirtschaftsinformatik mit ihrem Unternehmens-BWL-Bezug und die Software-Systementwicklung mit ihrem großen Praktikum ganz vorne ansiedeln. Ja, ihr könntet aber auch zwischen diesen Studiengängen wechseln, müsstet euch allerdings dann, wenn ihr euch, solltet ihr euch umentscheiden, in den neuen Studiengang wieder bewerben und dann aber auch die Leistungen, die ihr im alten Studium erworben habt und die auch in den neuen Studiengang hineinpassen, mitnehmen. Ja, die Bewerbung funktioniert über das Campus Center. Bewerbungsfrist, wenn ihr jetzt zum Beispiel dieses Jahr euer Abitur oder eure sonstige Hochschulzugangsberechtigung erwerbt, dann steht es jetzt kurz bevor zu handeln. 1.6. bis 15.7. funktioniert die Bewerbung und die Eintrittskarte in dieses Studium ist die allgemeine Hochschulzugangsberechtigung. Das heißt, ihr seid Meister oder Fachwirt oder habt eine gleichgestellte Prüfung gemacht oder natürlich der häufigste Fall, ihr habt ein Abitur. Außerdem gibt es für Berufstätige die Möglichkeit, auch ohne Abitur über eine Eignungsprüfung eine fachspezifische Zugangsberechtigung zu bekommen. Ja, und für unsere Studiengänge haben wir NC-Werte, also Numerus Clausus-Werte, die so zwischen 2,4 und 2,9 liegen. Mit Ausnahme von Computing and Science. Es wird wohl vor allem an der Mathematik liegen, wie ich mir ausdenke, dass das eben doch weniger Interessen, weniger Interessenten findet als die anderen Studiengänge. Ja, und wenn ihr nach 3 Jahren Informatik oder eines der anderen Studienfächer noch nicht genug habt, dann könntet ihr noch 2 Jahre Master hinzufügen. Master ist forschungsorientierter versus Schwerpunkt auf Berufsbefähigung im Bachelor, erlaubt euch eben noch freier zu wählen, also noch individueller Schwerpunkte zu setzen und soll euch vor allem natürlich auch auf das wissenschaftliche Arbeiten vorbereiten. Und ihr habt auch hier wieder die Qual der Wahl, also wir haben am Fachbereich auch wieder 5 Studiengänge auf Masterniveau, Informatik, Bioinformatik, Intelligent Adaptive Systems, da geht es vor allem um lernende Systeme und um Roboter, IT-Management und Consulting, das ist sehr wirtschaftsinformatisch angehaucht und die Wirtschaftsinformatik. Außerdem habe ich hier die Physik mit aufgeführt, weil es natürlich auch noch eine Weiterentwicklungsmöglichkeit auf Basis von Computing and Science ist. Ja, ihr wollt mehr Beratung, mehr Informationen, als Studienbüro Informatik und dort konkret als Studienfachberater stehe ich zu eurer Verfügung. Kontaktdaten findet ihr auf der Webseite, beziehungsweise das ist die E-Mail, unter der ihr mir die Fragen stellen könnt, die euch vielleicht jetzt heute nicht einfallen. Außerdem könntet ihr auch mit den Studenten der Fachschaft Kontakt aufnehmen. Manche wollen das gerne. Hey, vielleicht gibt es da nochmal ein nicht so viel von Werbesprüchen geprägtes Bild, wie der Studiengang aussieht. Vielleicht kann man auch deutlicher nach Schwierigkeiten oder ähnlichem fragen, die es im Studium geben könnte. Es gibt die zentrale Beratung, dafür steht Frau Scheller und wir haben mehrere Online-Angebote, unseren Fachbereich mit der Studiengangsbeschreibung. Es gibt den MIN-Check mit so einer problembasierten Prüfung. Ist dieses informatische Denken etwas für mich? Und es gibt zahlreiche unserer Vorlesungen auf Video. Diese hier übrigens in wenigen Tagen auch, aber eben auch fachliche Vorlesungen aus der Informatik. Also ich glaube, es gibt kaum einen besseren Eindruck, den man sich so vom Studium machen kann, als bei einer einführenden Veranstaltung wie Softwareentwicklung 1 einfach mal zu schauen, wie läuft so eine Vorlesung ab.
Hier war die Frage, kann man so eine Vorlesung auch mal besuchen? Dafür gibt es sogar ausgewählte Ereignisse, wo das besonders einfach ist, aber niemand würde euch rausschmeißen. Diese Vorlesungen haben keine Anwesenheitskontrolle, die Hörsäle sind typischerweise groß genug. Wo genau das Vorlesungsverzeichnis findet, da kommt gleich noch ein Link dazu. Also gerne fröhlich, mutig sein, einfach mal machen und in einer Vorlesung. Ich empfehle was Einführendes, wie zum Beispiel Softwareentwicklung 1 eher als Softwareentwicklung 3, um eben nicht abgeschreckt zu sein, aber herzlich willkommen, dies einfach zu tun. Ja, noch ein paar Worte, da wir uns dem Abschluss nähern, zur Abrundung. Wer bin ich überhaupt? Ich habe selber Wirtschaftsinformatik studiert, habe 2000 damit angefangen. Das war noch zu Diplomzeiten, also nach heutigen Worten würden wir sagen, ein Paket, das ungefähr die Summe von Bachelor und Master entspricht, und hatte dann noch nicht genug von der Wirtschaftsinformatik. Anschließend habe mich auf den Pfad eher dann der Informatik geschlagen und habe eine Doktorarbeit geschrieben zum Thema selbstorganisierende Transportnetzwerke. Das heißt, ich habe geschaut, gibt es da Gemeinsamkeiten, zum Beispiel Routing von Datenpaketen und Routing, wenn man es so nennen will, von Autos im Straßenverkehr. Was kann der eine Ansatz vielleicht von dem jeweils anderen lernen? Insbesondere beim Versuch, eine dezentrale Steuerung herbeizuführen, also nicht mehr den zentralen Server, den zentralen Koordinator zu brauchen, der allen Ampeln in Hamburg sagt, wann sie grün und wann sie rot in welche Richtung zeigen sollen. Das birgt nämlich gewisse Probleme, zum Beispiel wenn diese zentrale Instanz ausfällt, dann habe ich erstmal keine Informationen oder nur Default-Programme, die dann für den Verkehr eine sehr schlechte Weiterleitung der Fahrzeuge produzieren. Also dieses hier habe ich untersucht, habe das insbesondere auch international getan. Einer der Betreuer meiner Doktorarbeit kam aus der Universität Stellenbosch in Südafrika. Das ist eine unserer Partneruniversitäten, eine von ungefähr 20 Partneruniversitäten. Bin mehrfach dann dort gewesen, um auch im persönlichen Austausch dieses Forschen mit meinem Zweitgutachter zu machen. Es war toll, es hat Spaß gemacht. Und seitdem bin ich wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Modellbildung und Simulation, leite insbesondere ein kleines Forschungsprojekt, wo wir uns anschauen, Offshore-Windenergieanlagen, die da draußen in der Nordsee sind, wie organisieren wir deren Wartung am besten. Also alle Naslang muss eben mal eine Schraube ausgetauscht werden oder das komplette Rotorblatt es sind eben einfach Routine. Maßnahmen, die unterschiedliche Kompetenzen brauchen. Es muss Leute geben können, die im Hubschrauber fahren dürfen oder klettern dürfen oder mit Starkstrom in Kontakt kommen dürfen, und dann auszuwählen und zu schauen, welches Team schicke ich an welchem Tag hinaus, damit insgesamt meine Kosten so niedrig wie möglich ausfallen. Das wäre eben so eine klassische Situation in dieser Welt, von der man sagen könnte, ja, hoffentlich kann die Informatik hier helfen. Ja, und ich habe außerdem die Studienfachberatung und die Studiengangskoordination für die Informatik und für die Wirtschaftsinformatik und den eben ganz kurz erwähnten Masterstudiengang IT-Management und Consulting. Tja, und dann schulde ich euch noch die Lösung für dieses Problem. Wie viele Gewichte braucht man? Antwort: man kommt mit vier Gewichten aus. 1 Gramm, 3 Gramm, 9 Gramm, 27 Gramm, und kann trotzdem jede mögliche Grammzahl von 1 bis 40 auf der Waage produzieren. Das sieht erstmal für viele überraschend aus. Aber man muss sich eben klar machen, dass wir diese Möglichkeit haben, unsere Gewichte positiv, neutral, wenn wir sie weglassen, oder negativ wirken zu lassen, je nachdem, auf welche Waagschalenseite wir sie tun. Also wenn ich nur 1 Gramm habe, na gut, dann kann ich einen Kreis wiegen, der 0 oder 1 Gramm wiegt. Aber wenn ich jetzt 3 dazu nehme, dann ist das genau die Abstufung, die ich ergänzend zu meinem Bereich 0 bis 1 brauche, um dann, je nachdem, wo ich das 1 Gramm Gewicht hin tue, insgesamt 2, 3 oder 4 Gramm produzieren zu können als zu bestätigendes Gewicht. Und dann ist die nächste logische Stufe bei diesen 3 Einstellungsmöglichkeiten
als nächstes Gewicht 9 zu veranschlagen, denn das produziert mir jetzt auch wieder keine Verschwendung, weil es genau aneinander grenzt. Wenn ich diese 9 um 3 reduziere, mein Dreiergewicht weglasse oder mein Dreiergewicht auf dieselbe Seite tue wie die 9, dann komme ich auf 6, 9 oder 12 und kann dann mit dem Einergewicht noch plus und minus 1 jede mögliche Abstufung bis einschließlich 13 Gramm hinbekommen. Und wenn ich dann noch die 27 Gramm zur Verfügung habe, die ich entweder verringere um 9 und dann gegebenenfalls auch noch um 3 oder auch erhöhe um 3 und wieder erhöhe oder senke um 1, dann komme ich tatsächlich auf jede mögliche Zahl von 1 bis 40. Übrigens, mit noch weniger Gewichten kommen wir nicht aus. Ich habe streng genommen gefragt, wie viele braucht man mindestens. Ich habe jetzt nur gezeigt, dass man mit 4 Gewichten auskommt. Aber man kann sich auch überlegen, dass man mit 3 nicht auskommen kann. Denn wenn ich nur diese Möglichkeit habe, positiv, negativ oder neutral, dann sind das 3 Möglichkeiten, wie ich ein Gewicht einsetzen kann. Habe ich nur 3 Gewichte, dann habe ich nur die Möglichkeit, linke Waagschale, rechte Waagschale oder weglassen, sie auf 3 mal 3 mal 3 verschiedene Art und Weisen anzuordnen. Das macht 27 verschiedene Art und Weisen, diese Gewichte zu verteilen, wenn ich nur 3 Stück habe. Unsinnige, wie alle auf derselben Seite, wie der rote Kreis, sind da schon mitgezählt. Und das bedeutet, ich kann mit diesen 27 Einstellmöglichkeiten garantiert nicht 40 verschiedene Gewichtzahlen unterscheiden. Ja, hat Informatik, wie wir sie betreiben, jetzt mit Balkenwagen zu tun? Nein, nicht viel. Aber es sollte ein Eindruck sein, wie man eben mit so diesem abstrahierend denkenden Ansatz eben Probleme löst. Ja, bleibt noch die kurze Zusammenfassung. Was bieten wir Ihnen? Also, Idee ist, ausdrücklich in der Zukunft nutzbares Lernen und Problemlösungskompetenz zu haben. Insofern gut für den Arbeitsmarkt geeignet zu sein, genauso wie wissenschaftliche Forschungsfokussierung zu erlauben und das, wenn man möchte, eben auch im interdisziplinären Kontexten. Fairerweise könnte man dann aber auch gegenüberstellen und sagen, was bieten wir Ihnen nicht? Wie vorhin schon gesagt, Sie lernen bei uns nicht das eine konkrete definierte Berufsfeld. Also wenn Sie zum Beispiel genau wissen, ich möchte programmieren, das ist einfach mein Ding und an anderen Dingen habe ich gar nicht großes Interesse, dann könnte es eine bessere Wahl sein, eine Ausbildung zum Beispiel zum Fachinformatiker zu machen. Und wenn Sie andere Hochschulen anschauen, dann finden Sie natürlich, dass es vielleicht noch einen interdisziplinären Studiengang dort gibt, den es bei uns nicht gibt. Die Uni Lübeck zum Beispiel hat einen Studiengang medizinische Informatik, was sicher auch ein forschungsrelevantes und in der Zukunft äußerst wichtiges Feld sein wird. Ja, wenn ihr mit noch mehr Praxis, berufsbegleitend im Idealfall, dual oder integriert studieren wollt, dann sind das Angebote, die Fachhochschulen und Berufsakademien machen und einen ganz, ganz deutlichen Schwerpunkt auf künstlerischer Tätigkeit. Das wäre dann auch zum Beispiel eine Ausbildung oder einer privaten Schule für Grafik und Webdesign oder Ähnliches vorbehalten. Ja, und dann gibt es dann auch die dunklen Künste, um in der Sprache eines Weltbestsellers zu sagen, die lernt ihr bei uns nicht. Hier gibt es nur die Verteidigung gegen die dunklen Künste. Das heißt, für solche Fragen müsstet ihr an ganz anderen Orten hoffentlich nicht suchen in den Ausbildungswegen, die ihr nehmen werdet. Ja, bleibt zu schließen mit so dem Blick Richtung Horizont. Das sind die verschiedenen anderen Studiengänge, die es gibt. Vergleicht uns mit anderen Angeboten, zum Beispiel der ingenieurswissenschaftlichen Ausrichtung in Harburg, anderen interdisziplinären Studiengängen, die ja auch hier in der Metropolregion Hamburg mit den Universitäten Lüneburg und Lübeck auf universitärem Niveau nicht weit weg sind und dann die eben etwas stärker verschulte, könnte man sagen, Ausbildung, wie sie eben in den Fachhochschulen geschieht, als weitere Alternativen. Guckt euch, wenn zum Beispiel euch hier eins dieser Programme anspricht, guckt euch an, was die Hochschulen zu bieten haben, auch hinsichtlich der Details der Module im kleinsten Fall und trefft eine gute Entscheidung, was ihr
studieren möchtet. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ja, was Gelegenheit für weitere Fragen gibt, wenn ihr welche habt. Hier war die Frage, wann entscheide ich mich für meine Wahlpflichtfächer? Antwort, jedes Semester wieder. Ich muss also ausdrücklich nicht sowas tun, wie ganz am Anfang mich festlegen, welche Bereiche mich interessieren. Ich kann mich immer am Beginn eines Semesters, also ungefähr im September und ungefähr im März, kurz bevor dann die Vorlesungen wieder anfangen, entscheiden, welche Wahlpflichtfächer ich machen möchte und sogar auch einmal begonnene Wahlpflichtfächer wieder abwählen, sollte ich entdecken, dass es nichts für mich ist. Weitere Fragen? Also, hier war die Frage, da stand in übrigens jedem unserer 5 Studiengänge, das haben Sie alle gemeinsam, ein Projekt drin. Und zwar ein Projekt mit 9 Leistungspunkten. Wenn ich das jetzt mit 30 Stunden multipliziere, dann habe ich ungefähr 270 Stunden, die ich mit diesem Projekt verbringe. Und demzufolge ist das auch ein wesentlicher Baustein eures Studiums. Ja, es ist die anspruchsvollste, selbstständigste Tätigkeit, die ihr in diesem Studium haben werdet. Die meisten Projekte orientieren sich an Fragestellungen der Praxis. Also in dem Projekt, das ich zum Beispiel in meinem Studium damals belegt habe, da haben wir für die HALA, also den Betreiber der Containerterminals hier in Hamburg, nach Strategien geschaut, wie man die Container auf die Fahrzeuge lädt und dann von den Fahrzeugen auf die LKW oder auf die Eisenbahn. Da will man natürlich nicht zu früh kommen und nicht zu spät kommen. Wer zu früh kommt, steht im Weg und blockiert das Fahrzeug, das andere Container transportieren sollte. Wenn man zu spät kommt, ist es noch schlimmer, weil der Empfänger, das Schiff oder der LKW eben darauf wartet, dass der Container endlich geliefert wird. Und dafür haben wir Software geschrieben. Es gibt aber natürlich auch genauso theoretisch orientierte Projekte. Ich weiß, ich bin zum Beispiel im vergangenen Sommersemester mehrfach einfach aus Interesse dabei gewesen, wo eine künstliche Intelligenz für das Brettspiel Siedler von Catan geschrieben wurde. Fand ich interessant, weil ich mich privat sehr für Gesellschafts- und Brettspiele interessiere, um mal zu schauen, wie sieht da eben die Logik aus. Also will sagen, es ist kunterbunt. Wir haben zum Beispiel auch ein regelmäßig stattfindendes Projekt, sind die fußballspielenden Roboter. Wir sind amtierender dritter Weltmeister in der Weltmeisterschaft der fußballspielenden Roboter, wo eben dann in verschiedenen Größenklassen Studenten die Aufgabe übernehmen, Roboter zu programmieren, sodass sie Fußball spielen und dann gegen andere Roboterteams antreten. Also will sagen, es ist bunt, es variiert von Semester zu Semester und die Hoffnung wird sein, dass Sie ein Projekt finden können, von dem Sie eben dann sagen, jawohl, das interessiert mich. Für viele ist das Projekt auch ein Sprungbrett zur Abschlussarbeit, dass man sagt, so ist es im Stundenplan in diesen Balkenplänen auch angesiedelt. Meistens steckt es im 5. Semester, also im Semester vor der Abschlussarbeit, sodass man dann sagen kann, ach, hier ist aber noch in unserem Projekt ein Problem ungelöst geblieben, ein Teilproblem ungelöst geblieben, dann mache ich noch eine Verallgemeinerung, mache es mir noch schwieriger und versuche zu schauen, wie weit ich komme und mache daraus eine Abschlussarbeit. Okay, da ist eine Frage. Frage war, sind unsere Studiengänge BAföG gefördert? Ausdrücklich ja, wir sind eine staatliche Ausbildung. Ist das eine Frage? Frage war, wie sieht es mit Programmierkenntnissen aus? Muss man schon programmieren können, wenn man bei uns studiert? Antwort, ausdrückliches Nein. Ihr lernt es bei uns. Ich mache im Gegenteil manchmal sogar die Beobachtung, dass es nicht zwingend nachteilig sein muss, aber nachteilig sein kann, wenn man schon Programmieren gelernt hat, weil man mit etwas Pech verdorben wurde für bestimmte Denkweisen und Ansätze, die wir dann erstmal in so, ich muss jetzt beides im Kopf haben, miteinander in Einklang bringen müssen. Keine Sorge, also Sie lernen das Programmieren bei uns. Sie müssen nur bereit sein, diese ungefähr 40 Stunden des Studiums pro Woche zu investieren.
gerade wenn ich jetzt schon programmieren kann und vielleicht auch ganz gute Mathematikkenntnisse aus der Schulzeit habe, dann sieht das erstmal so aus, als sei das nicht erforderlich, als käme man durch dieses Studium auch mit ungefähr 15 oder 20 Stunden pro Woche. Und ich kann es nicht mal bestreiten, ein paar Wochen lang mag das auch gut gehen, aber die Geschwindigkeit wird eben deutlich schneller sein, als es zum Beispiel zu Schulzeiten der Fall ist. Und es ist explizit vorgesehen, dass ich eben die Inhalte wiederhole und eben auch links und rechts schaue, Literatur lese, nochmal andere Dinge ausprobiere, die direkt in der Vorlesung und Übung nicht gezeigt wurde. Wenn ich dies bereit bin zu machen, habe ich überhaupt keine Bedenken zu sagen, es ist kein Problem, nicht schon programmieren zu können. Wir beginnen mit dem, was man typischerweise so als einfachstmögliches Computerprogramm bezeichnet, in der ersten Woche, dass man einfach nur sowas wie Hallo Welt einmal ausgeben lässt, also ein Computerprogramm, das nichts weiter kann, als nur diese kurze Grußbotschaft auf den Bildschirm zu schreiben und nichts weiter beherrscht. So geht es los. Das sind wenige Programmiercode-Zeilen, aber es wird von Woche zu Woche dann schnell mehr werden. Toll, dass ihr da wart. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit.